Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart. Thank you for watching. So, ihr Lieben, es ist der 16. Dezember und deswegen lesen wir heute zwei Kurzgeschichten. Los geht's. Die besondere Gabe. Gedankenverloren putzt Maria das Geländer des langen Krankenhausflurs, als sie einen heftigen Stoß gegen ihre linke Wade verspürt. Benommen schaut sie auf. Vor ihr steht ein Rollstuhl. Ein alter Mann sitzt darin und wendet sich gerade dem Jungen zu, der ihn schiebt. Maria kann seine monotone Stimme kaum verstehen. »Kannst du nicht aufpassen, wo du hinfährst, Daniel?« schimpft der Mann. Der junge Maria, schätzt ihn auf 15 oder 16, läuft rot an und senkt den Kopf. »Oh, das ist meine Schuld«, unterbricht Maria ihn. Sie will kein Aufsehen und erst recht keine erzwungene Entschuldigung von diesem Teenager, dem das offenbar peinlich ist. »Ich war in Gedanken versunken und habe mich zu breit gemacht. Der Junge kann nichts dafür.« Der Alte wendet sich ihr zu. »Ach, ich kenne doch meinen Enkel. Der hat mal wieder geträumt.« Die Stimme des Mannes klingt mit jedem Wort sicherer. »Sind Sie verletzt oder haben Sie Schmerzen, junges Fräulein? Das hat doch bestimmt wehgetan.« Sie muss lachen. »Junges Fräulein, das hat noch nie jemand zu mir gesagt.« »Weil die heutige Jugend nicht weiß, wie man Komplimente macht, weil sie nur noch...« »Wie heißt das Wort?« »Ach ja, chatten. Haben Sie auch so ein Telefon?« »Oh, heute sagt man ja Smartphone, mit dem man alles Mögliche macht, nur nicht telefonieren, richtig?« Maria schüttelt den Kopf. »Mit mir würde sowieso niemand chatten.« Sie bemerkt ein leichtes Aufflackern in seinen Augen. »Was? Ich würde es tun, wäre ich 30 Jahre jünger und nicht kurz davor ins Jenseits zu entschwinden. Ach, ich quassel schon wieder zu viel. Entschuldigen Sie.« Er zwinkert ihr zu und wendet sich an seinen Enkel. »Mach doch mal ein Foto von dem Unfall. Dafür hast du doch dieses Ding.« »Es war kein Unfall«, versichert Maria nochmal. »Mir tut wirklich nichts weh.« Er schaut sich skeptisch an. »Falls Sie im Nachhinein noch Schmerzen bekommen, geben Sie mir Bescheid. Ich komme alle 3 Tage um diese Zeit hierher. Daniel begleitet mich manchmal, um die Klinikluft zu schnuppern. Er will später mal was mit Medizin haben.« Der Alte blickte sich kurz zu seinem Enkel um. »So, wir müssen weiter. Meine Strahlen warten.« Als sie ihren fragenden Blick sieht, fügt er schmunzelnd hinzu, »dem Krebs scheinen meine Knochen zu gefallen. Darum hat er sie mit Metastasen übersät. Nach Ansicht der Ärzte dürfte ich schon nicht mehr leben. Aber Sie sehen ja. Leben Sie wohl, Junges.« Er zwinkert ihr erneut zu. »Verraten Sie mir Ihren Namen?« »Maria. Ich bin Rolf. Also leben Sie wohl, Fräulein Maria, und bleiben Sie so, wie Sie sind.« Maria sieht den beiden nach. Kurz bevor sie in seinen Seitengang einbiegen, schaut sich Daniel noch einmal zu ihr um. Maria winkt ihm zu. Doch da hat der Gang die beiden schon verschluckt. Was hat dieser schwerkranke Mann für eine positive Einstellung? Dem Tod nahe scherzt er sogar über seine Krankheit, und sie hat heute Morgen geheult, nur weil niemand am Nikolaustag an sie gedacht hat. Sie holt Block und Stift aus ihrer Tasche und skizziert einen Mann im Rollstuhl, der Rolf sehr ähnelt, und einen auf den Boden schauenden Teenager. Malen ist ihre Leidenschaft. Die Wände ihrer Mansarde hängen voll mit ihren Bildern. Rolf geht ihr nicht aus dem Kopf. Sie soll so bleiben, wie sie ist, hat er gesagt. Das kann sie nach dieser Begegnung nicht. Sie muss ihrem Leben einen Sinn geben, etwas tun, das anderen hilft. Und sie will Rolf wiedersehen, aber unter welchem Vorwand? 3 Tage später übernimmt sie freiwillig die Reinigung des Eingangsbereichs. Durch die Glastür beobachtet sie nach einiger Zeit schließlich, wie ein Pfleger Rolf vom Taxi in den Rollstuhl hilft und ihn in die Halle schiebt. Er sieht blass aus, die Augen sind geschlossen, als ob der Tod seine Hände über ihn ausgebreitet hat. Enttäuscht, dass Daniel nicht bei ihm ist, schnappt sie sich den Plastikbeutel und wendet sich an den Pfleger. »Entschuldigung, darf ich kurz mit dem Patienten sprechen?« Der Pfleger schaut auf die Uhr. »Meinetwegen, aber ich weiß nicht, ob er ansprechbar ist. Herr Marquardt, hier ist jemand für Sie.« Rolfs Augen beginnen zu flackern. Als er sie öffnet, läuft Maria ein kalter Schauer über den Rücken. Genauso hatte ihre Oma sie angeschaut, als sie sich bei Marias letzten Besuch von ihr in dem Wort verabschiedete. Nun kann ich beruhigt einschlafen. Erst als sie 2 Tage später gestorben war, hatte Maria begriffen, welchen Schlaf ihre Oma gemeint hatte. Sie sieht, wie sich Rolfs Lippen zu einem Lächeln verformen und etwas Leben in seine Augen kommt. »Fräulein Maria.« Dann legt er die Stirn in Falten. »Sie haben Schmerzen, stimmt's?« fragt Maria mitfühlend. »Nein, mir geht es ausgezeichnet.« »Ihr entgeht nicht, wie schwer Ihnen das Sprechen heute fällt. Ich habe etwas für Daniel.« Sie reicht ihm die Plastiktüte. Es sind Broschüren über Ausbildungsmöglichkeiten in dieser Klinik. Vielleicht ist ja das Passende für ihn dabei. »Das ist aber...« Er bricht ab und sieht mit feuchten Augen an. Sie kniet sich hin und nimmt seine Hand. »Sie müssen nichts sagen. Sparen Sie Ihre Kräfte.« Er versucht erneut zu lächeln, doch seine Kräfte versagen und die Augen fallen ihm zu. Diesen Mann leiden zu sehen, bestärkt sie darin, ihre Pläne rasch in die Tat umzusetzen. Der Pfleger hilft ihr hoch. So ein Schwächeanfall kommt öfters vor, dauert aber meistens nicht lange. Dankend für die tröstende Ohren beugt sie sich hinunter und flüstert Rolf ins Ohr, ich werde in 3 Tagen wieder hier sein. Jeden 3. Tag wartet Maria auf den alten Mann, und egal wie es ihm geht, wenn er sie lächelnd sieht, blüht er auf. Gern würde sie ihm von den Plänen erzählen, aber sie hat die Befürchtung, die fragile Stimmung zu zerstören, und so schreibt sie ihre Gedanken für ihn auf. »Lieber Rolf, es muss ein Engel gewesen sein, der ihn Rollstuhl gegen mein Bein lenkte. Sonst hätte ich sie nie kennengelernt. Doch dieser Begegnung hat mir die Augen geöffnet. Seit ich sie kenne, bedauere ich zutiefst, dass ich in der Schule so faul war und sie nach der 9. Klasse abgebrochen habe. Ich verspreche Ihnen, alles nachzuholen, auch wenn es mir schwerfallen will. Aber wenn ich mich anstrenge, schaffe ich vielleicht sogar das Abitur. Dann werde ich Medizin studieren und so lange forschen, bis ich etwas entdeckt habe, das Menschen wie Ihnen hilft. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest. Ihr Fräulein Maria. PS, wir sehen uns im neuen Jahr.«
Eine halbe Stunde früher als sonst steht Maria am 24. Dezember mit einer großen Tüte an ihrem Treffpunkt. Als sie Rolf kommen sieht, macht ihr Herz einen Freudensprung. Und obwohl sie weiß, dass Daniel jünger als sie ist, ist sie glücklich, dass ihre Hoffnung, ihn noch einmal zu sehen, sich erfüllt hat. Was bringen Sie denn da mit? Ruft Rolf hingegen. Maria lächelt ihn an. Wird nichts verraten, ist vom Weihnachtsmann. Erst heute Abend öffnen. Das ist Folter. Schmunzelnd holt er unter seiner Decke ein eingewickeltes Päckchen hervor und reicht es ihr. Auch erst heute Abend öffnen. Wo werden Sie zur Bescherung sein? Bei meiner Mutti und ihrem Karfen Blau. Opa, wir müssen, drängt Daniel. Ja, sofort. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnacht, Frau Fräulein Maria. Das wünsche ich Ihnen auch. Sie schüttelt ihm noch einmal die Hand. Als sie sich umdreht, steht Daniel mit hochrotem Kopf vor ihr und hält ihr ein kleines Geschenk hin. Danke für die Broschüren und ebenfalls schöne Weihnachten. Bevor sie etwas erwidern kann, hat er die Hände bereits am Rollstuhl und schiebt seinen Opa davon. Sie ruft ihm einen Danke hinterher. Warum ist der Junge nur so schüchtern? Maria verschließt die Geschenke in ihrem Spind und macht sich wieder an die Arbeit. Am Abend, als sie mit ihrer Mutter am Tisch sitzt, schmeckt der Karfen so gut wie immer. Aber ein richtiges Gespräch kommt nicht zustande. Maria hat die Geschenke im Spind vergessen und ärgert sich. Am nächsten Tag hat sie frei. Kurz zieht sie am Weg, um die Geschenke aus dem Spind zu holen, bleibt aber mit ihrem Laptop im Bett und durchforstet das Netz nach Möglichkeiten, ihren Schulabschluss nachzuholen. In der darauffolgenden Nacht schläft sie unruhig, wacht immer wieder auf und sieht Rolf vor sich. Als sie am nächsten Morgen übermüdet die Klinik betritt, ruft jemand von der Rezeption ihren Namen. Ja, was ist? Ein ungutes Gefühl macht sich in ihr breit. Vor einer halben Stunde hat ein junger Mann diesen Umschlag für sie abgegeben. Mit zitterigen Händen nimmt sie ihn entgegen. An Fräulein Maria steht darauf. Ihre Knie werden weich. Schwankend schafft sie es zur nächsten Treppe. Sie setzt sich und starrt auf den Umschlag. Hatte es etwas zu bedeuten, dass sie Rolf letzte Nacht so oft vor sich gesehen hat? Als ob ihre Hände ein Eigenleben führen, öffnen sie den Umschlag und ziehen ein Schreiben heraus, das mit Liebes Fräulein Maria beginnt, sowie einen Brief adressiert an Kunstprofessor Hartmann Giesecke. Da sie damit nichts anfangen kann, lässt sie ihn in den großen Umschlag zurückleiten. Mit klopfendem Herzen beginnt sie Rolfs Brief zu lesen. Liebes Fräulein Maria, ich bin beeindruckt von Ihren Können und möchte mich ganz herzlich für die zwei Bilder bedanken. Ich gebe zu, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Aber das wirft bei mir die Frage auf, warum wollen Sie etwas tun, das Ihnen nicht liegt und Ihnen keine Freude macht? Ich bin der Meinung, die Menschen sollen mehr nach ihren Talenten, ihren Begabungen befördert werden, anstatt einer Tätigkeit nachzugehen, die sie nicht mögen. In den wenigen Wochen, die wir uns kennen, habe ich zwei Ihrer Gaben erleben dürfen. Mit diesen Gaben sollten Sie auch andere Menschen glücklich machen. Diese Gaben kommen aus Ihren Innersten. Sie müssen sie nur ausbauen und gezielt einsetzen. Wenn Sie unbedingt studieren wollen, dann versuchen Sie mit einem Kunststudium. Der Sohn meines besten Freundes ist Kunstprofessor an der hiesigen Universität. Zeigen Sie ihm Ihre Bilder. Ich lege einen Brief für ihn bei. Er wird Sie beraten, wie Sie diese Kunst, diese Gabe vervollkommen können. Und wenn Sie Bedenken haben, dann tun Sie es bitte für mich. Und was Ihre zweite Gabe angeht, damit haben Sie wahrscheinlich das Leben eines kranken Mannes um ein paar Wochen verlängert. Mein Arzt hatte mir prophezeit, ich würde meinen Geburtstag am 2. Dezember nicht mehr erleben. Von Weihnachten war gar nichts zu Rede. Doch dann kam dieser Engel, wie Sie schreiben, und hat uns zusammengeführt, wenn auch auf unsanfte Weise. Als ich sie zum ersten Mal sah, war ich für ein paar Sekunden wie verzaubert. Fragen Sie mich nicht, warum, aber ich musste ihr Lächeln unbedingt wiedersehen. Und es kam zur rechten Zeit. An dem Tag, als wir uns das zweite Mal sahen, hatte der Tod seine Hände bereits über mich gehalten. Doch ihr Lächeln hat ihn gnädig gestimmt und mir ein paar Tage Aufschub gewährt. Noch einmal wird er es nicht tun, denn ich spüre, wie er sich mit schnellen Schritten nähert. Bevor er mich zu sich holt, möchte ich Sie um etwas bitten. Sie haben in Ihrem Brief mit den Worten »Wir sehen uns in einem neuen Jahr« beendet. Diesen Wunsch werde ich Ihnen wahrscheinlich nicht mehr erfüllen können. Bitte trauen Sie nicht um mich. Rufen Sie sich ins Gedächtnis, dass ich ohne Sie heute nicht hier bei meiner Familie wäre. Und bewahren Sie sich Ihr Lächeln, um auch vielen Menschen so ein Geschenk zu machen wie mir. Leben Sie wohl, mein liebes Fräulein Maria. Ihr Rollstuhlfreund Rolf. Darunter steht handschriftlich »Erst gestern Abend 22:30 friedlich eingeschlafen. Danke für alles. D.« Maria kann die Tränen nicht stoppen und beginnt zu schluchzen. Als sich jemand neben sich setzt und sie in den Arm nimmt, weiß sie sofort, wer das ist, obwohl sie ihm das gar nicht zugetraut hätte. Ein Lächeln mischt sich unter die Tränen. Daniel. Oh, voll traurig. Und die zweite Geschichte. Hoffentlich ist die ein bisschen brillant. Unser Friedenslicht. Müssen wir wirklich alles zum Gottesdienst? Kann Frodo da nicht allein hingehen? Meine Töchter Julia und Steen klingen gelangweilt. Frodo, unsere Älteste, nahm bereits seit einigen Monaten im Konfirmandenunterricht teil und musste seine Gottesdienstkarte langsam füllen. Viel Elan dazu hatte er aber heute auch nicht. Ich wollte ihn daher zum Lichtergottesdienst mitziehen, da er jährlich am 20. Dezember in unserer Nachbargemeinde stattfand. Dort verteilten die Pfadfinder das Licht von Bethlehem. Da ich noch nicht auch diesen Gottesdienst teilgenommen hatte und es für ein Erlebnis für die Kinder hielt, ließ ich mich nicht erweichen und trieb alle drei zur Eile, damit wir nicht zu spät kamen. Mein Mann hatte wieder einmal Schichtdienst. Mit mehreren Laternen bestückt kamen wir schließlich bei der Kirche an. Der Gottesdienst war sehr schön und schaffte es uns allen Weihnachten einzustimmen. Die Pfadfinder zündeten verschiedene Kerzen am Licht von Bethlehem an und gingen langsam von Reihe zu Reihe, damit die Menschen ihre Kerzen an diesem Licht anzünden konnten. Wir hatten extra Laternen und große Windlichter mitgenommen, aber bis zu uns nach Hause schaffte es nur ein Licht.
Kaum waren wir wieder im Haus, suchten die Kinder so ziemlich alles an Kerzen heraus, was wir hatten. Und im Windeseile war das komplette Wohnzimmer ein Lichtermeer. Ich musste aufpassen, dass nicht irgendetwas in Brand geriet. Deshalb erklärte ich den Kindern, dass es besser ist, nur etwa 5 Kerzen brennen zu lassen. Nach einigen Monaten löschten sie die restlichen Kerzen. Gemeinsam kamen wir auf die Idee, dieses Licht, das bereits aus Bethlehem gekommen war, bis Weihnachten am Leben zu lassen. Aber wie machen wir das, kam die Frage auf. Eine normale Kerze konnte schnell ausgehen und die Brenndauer war auch nicht sehr lang. Mein Blick fiel auf unseren Friedhofslichter. Davon hatte ich, dadurch, dass ich oft zu den Gräbern unserer verstorbenen Lichter brachte, noch sehr viele. Diese Lichter haben einen Deckel und brennen immerhin je etwa 24 Stunden. Gesagt, getan. An unserem Flurfenster war keine Gardine im Weg. Es war relativ windgeschützt und der Platz für alle einsehbar. Wir nahmen feuerfeste, hohe Müslischalen und verteilten 3 Friedhofslichter auf der Fensterbank. Jeder von uns behielt die Lichter im Auge, achtete auf sie und stellte jeweils neue Lichter hin, die wir an den alten anzündeten. Mein Mann schüttelte über unser Vorhaben allerdings etwas den Kopf. Dann kam der erste Tag, an dem alle wegfahren mussten, da noch Einkäufe zu erledigen waren. Weihnachten rückte näher. Was nun? Ich stellte die Lichter in unseren Carport, und zwar so, dass sie nicht umfallen konnten und nicht zu dicht an der Wand waren. Zusätzlich baute Frode mit Stine eine kleine und eine Mauer aus unserem restlichen Pflasterstein, und so fuhren wir los. Als wir wiederkamen, liefen alle zu den Lichtern, und es brannten noch 2. Die Freude war groß. Alle arbeiteten mit Feuereifer daran, dass unser Licht es mindestens bis Weihnachten schaffte. Wann immer alle wegfahren mussten, wurden die Lichter wieder in den Carport verfrachtet. Der 24. Dezember kam und morgens rief Stine sofort, es brennt noch ein Licht. Im Laufe des Tages schauen Frode, das Mädchen und ich regelmäßig hin. Trotz Friedenslicht gab es natürlich den ein oder anderen Streit. Gerade zu Weihnachten sind alle etwas gestresst und aufgeregt, aber wir hatten ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und einer gemeinsamen Aufgabe, die uns zusammenschweißte. Dann war es soweit. Als wir am ersten Weihnachtstag das Licht zum Essen mit zu meiner Mutter nahmen, erlosch es beim Aussteigen aus dem Auto durch einen starken Windstoß. Im ersten Moment machte uns das etwas traurig, aber wir hatten nun ein neues gemeinschaftliches Vorhaben entdeckt und wollten künftig, wann immer es uns möglich war, wieder ein Friedenslicht holen und pflegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen dann. Ciao!